Mutter, wie kommen wir denn eigentlich hier hoch? Mensch. Ich habe mir dieses Flugzeug, weil draußen in zweiter Reihe, habe ich mir selber zusammengeklebt, weil neu kann sich kein Schwein leisten. Und habe ich so aus Einzelteilen zusammengeklebt, habe ich aber einen großen Fehler gemacht, wenn man in sein erstes Flugzeug zusammenklebt. Da macht der Mensch. Oh, was falsch. Ich habe falsche Kleister genommen, das war Fehler Nummer 1. Für die Fixleiter aus Stressbeständen an der falschen Stelle. Und Fehler Nummer 2, ich habe Aluminiumnieten genommen. Und ich hätte auch Stahlnieten nehmen sollen. Da haben wir zusammen eine Startbahn. Freie Miet. Mit dem Meer, mit dem Rasenmäher. So, haben die Zaun erstmal weggemacht zwischen Justus und unserem Grundstück. Und das war der nächste Fehler. Männer, ohne Zaun bauen ab die Frauen. Schreibt seine Notizen. Mit Frauen massenhaft Frauen, aber ohne ist ja. Alle waren an ihrer Posten, Mutter an der Kaffeemaschine, mit einer Hand am Knopf, am Anknopf und mit der anderen Hand mit Gasanzünder am Herd. Da war der Bienenstich schon drin. Und dass wenn ich starte, die gleichzeitig Mutter auch startet. Und dass wenn ich zurück bin, dass wir dann alle schön zusammen Kaffee trinken können und der Bienenstich dann auch schön durch ist. Justus und Saskia, beide an der Funkverbindung, beide auf einem Gartenstuhl. Genau, aber mir hat es nicht gefallen. Ich habe bloß gesagt, ich hatte nur den Anflug im Kopf. Ja, aber ich zeig was rum, Leute, ich hab den Zeugschlüssel rumgedreht und dann fängt der Blechvogel, so wie ich ihn liebevoll nenne, an, so zu vibrieren. Und der Motor dreht und dreht und dreht, aber dann ich Propellerknopf gedrückt. Das wie ein Justus, Mutter, guck mal. Hab da wieder eine Idee geschrieben, da war ich schon im Boot. Ich hatte ja das Höhenthermometer mit dem Kittyfix so dermaßen rumgeschmallert, dass das Höhenthermometer immer auf 10 stand. Konstant. Wusste ich gar nicht, wie hoch es war. Und war schon so, aber hinterher habe ich es rekonstruiert, war ich schon so bei 450, ich habe immer noch nicht gewusst, wie hoch ich war, ich bei 490, bei 495 und dann kommt immer, und jetzt immer noch nicht gewusst, wie hoch ich war, 498, wir haben ja nicht gewusst! Ja, 1 Zentimeter über der 500 Meter Grenze, kannst du das Zollstock anlegen, geht ganze Plexiglaskante, so ein Spalt auf, geht so hoch, so ein Spalt, das ist der Rumpf, und so ein 3 cm Spalt auf ihn, weil ich den Kittyfix genommen habe, da hatte ich ja den Scheiß. Pfeift mir der ganze Fahrt mit vorne so, die Backen gibt, und pfeift mir die ganze Rotze, hinten so in die Weisheitszähne. Und davon die folgende Aussprache. Und so geblieben, das chronologische Wort. War ich aber bei Frau Dr. Striezel hier in der Kastanienallee 1 bei der Neurologin, wird er kennen. Und die hat mir Tabletten dagegen verschrieben, dass mir das nichts mehr ausmacht. 1000 Meter, 1 Zentimeter über der 1000 Meter Grenze, da fangen die ganzen Bleicheranzen so hintereinander zu vibrieren, weil ich die Aluminiumnieten genommen habe. Auf einmal war alles ganz mucksmäuschen. Da hat mir Saskia Schnittern geschmiert. Und da ist nie dasselbe drauf. Ich weiß vorher nichts, was drauf ist. Mal Salami. Mal Salat. Mal Sonntag.
hier oben zwischen den Schnittenscheiben so ein Schokoladen-Osterhahn. Da schlacht eine innere Stimme zu mir. Ey, guck doch noch mal eine 8000 Meter Grenze. Es ist mein innerer Wehl. Ich sag nichts, ich sprit ist an. Ey, bist du wohl feige? Verdammt, kriegst du das nicht. Ey, ich sag da, ohne Risiko, keine Extra. Höhenruder, zurück. Nochmal auf den Propellerklopp, ganz gegeben. Und hier, alles klar. Und drin in 8000 Meter Grenze. Und Leute, das war der größte Fehler. Weil. Ja. Mechanische Holzfeuerwehr. Knallerbsen. Aber ohne Knall. Rakete. Wenn du dann noch. Direktionshilfe. Mit nicht nur ein Glied. Kann man noch mal kurz? Ja, bitte. Je me drop that track, you saw better water, born to the home.